بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, ich freue mich, dass wir heute wieder mit einer neuen Sure beginnen können, inshallah ta'ala. Eine Sure, die zu den sehr, sehr gewaltigen Suren gehört, mit einer sehr, sehr auch klaren, deutlichen und großartigen und gewaltigen Botschaft. Wir wollen uns heute, inshallah ta'ala, meine lieben Geschwister, mit der Sure As-Saff beschäftigen. Der Sure As-Saff beschäftigen. Und wir werden die Sure inshallah ta'ala in zwei Teile aufteilen. Zwei Teile aufteilen. Heute werden wir uns beschäftigen mit den ersten 5 oder 6 Ayat. Und kommende Woche inshallah werden wir uns dann mit dem Rest der Sure beschäftigen. Beginnen wir zunächst erst einmal mit einer Einleitung zu der Sure. Und zwar als allererstes den Namen der Sure. Surat As-Saff. Surat As-Saff. Die Reihe. As-Saff ist eine was? Ist eine Reihe. Diese Sure ist grundsätzlich bekannt unter diesem Namen. Jedoch werden noch einige andere Namen bezüglich dieser Sure überliefert. Unter anderem wird diese Sure auch als Surat Al-Hawariyin, die Sure der Jünger, bezeichnet. Warum? Weil nämlich dieses Wort Al-Hawariyun am Ende der Sure vorkommt, und zwar im letzten Vers der Sure vorkommt. Ebenfalls finden wir den Namen Isa, Surat Isa, Jesus. Warum? Weil nämlich der Name Jesus in dieser Sure, obwohl die Sure eigentlich relativ kurz ist, gleich zweimal vorkommt. Gleich zweimal vorkommt. Deswegen wird von einigen Gelehrten gesagt, dass es sich hierbei um Sure Isa handelt. Jedoch, das, was am bekanntesten ist und der Name, der am verbreitetsten ist, ist Sure As-Saff. Warum? Weil nämlich das Wort As-Saff, die Reihe, auch in dieser Sure vorkommt und eine ganz zentrale Rolle spielt in dieser Sure. Wie wir gleich noch sehen werden, in Scha'Allah Ta'ala. Sure As-Saff ist nach den meisten Gelehrten eine medinensische Sure. Das heißt, sie wurde wahrscheinlich nach der Schlacht von Uhud offenbart. Wann war die Schlacht von Uhud gewesen? Ja? Die jetzt die Umrah-Leute, die mit auf der Umrah waren, die müssen das wissen, wie war der Uhud gewesen. Ja? Die anderen auch. Wann war Uhud gewesen? Im dritten Jahr nach der Hijra unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und das Thema der Sure deutet eigentlich auch darauf hin, dass es sich hierbei um eine medinensische Sure handelt. Es geht nämlich in dieser Sure vordergründig darum, auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala zu kämpfen. Auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala zu kämpfen. Das ist das Hauptthema der Sure. Der Einsatz auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Wir werden nachher noch, inshallah ta'ala, auf den wahrscheinlichen Offenbarungsgrund dieses Sure eingehen, wo es genau darum geht, dass der Muslim sich auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala einsetzen sollte. Und dass er nicht einfach immer nur reden sollte, sondern dass er Taten zeigen sollte. Weil das ist das Hauptthema des Sure. Der Muslim sollte jemand sein, der Einsatz zeigt. Und nicht einfach immer nur redet. Wir werden nachher auch ausführlich auf diesen Aspekt eingehen, inshallah ta'ala. Also, es handelt sich höchstwahrscheinlich um eine medinensische Sure. Und wir wissen ja, dass der Dschihad in Form des Kampfes erst in Medina zur Pflicht wurde. Was ist die allererste Ayah, welche Allah subhanahu wa ta'ala bezüglich des Dschihads herabgesandt hat? Und mit Dschihad meine ich jetzt wirklich das Kämpfen.
Nicht Jihad im Sinne von Anstrengung, bei allgemein, sondern wirklich im Sinne des Kämpfens. Ja, sehr gut, Maschallah. Und welche Sura ist das? Und zwar Sura al-Hajj. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Denjenigen, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ, denjenigen, die bekämpft werden, wurden, ja, und bekämpft werden, wurde erlaubt, was erlaubt? Zu kämpfen, sich zu wehren. Warum? Weil sie unterdrückt werden. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Macht, sie zum Sieg zu führen. Das ist wahrscheinlich die erste Ehe, welche Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, in Bezug auf was? Auf den bewaffneten Kampf. In einem ganz klaren Kontext gewählt, und zwar den Verteidigungskrieg. Und es gibt manche Verschiedenheiten, wann genau diese Ehe offenbart wurde. Manche sagen genau zu Hijra oder kurz vor der Hijra oder auf dem Weg des Propheten sallallahu alaihi wa sallam von Mekka nach Medina. Das ist wahrscheinlich der erste Vers. Und dementsprechend ist stark davon auszugehen, dass diese Ayat natürlich dann in Medina offenbart wurden, als es für die Muslime schon verpflichtend gewesen war, sich auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala auch mit ihrem Leben einzusetzen. Und zwar durch Kampf. Und hier brauchen wir nochmal eine kleine Einleitung. Weil viele verstehen das Wort Jihad komplett falsch. Und das Wort Jihad ist ein sehr, sehr verpöntes Wort hier im europäischen Kontext. Wenn du von Jihad sprichst, dann läuft direkt an was? An Terrorismus. Was völlig Unsinn ist. Wir Muslime können stolz sein darauf, dass wir so etwas wie ein Jihad haben. Wir Muslime, wir brauchen uns dafür nicht zu schämen. Ganz im Gegenteil. Weil subhanallah, wenn wir uns anschauen, was Jihad bedeutet, und anschauen, welche Regeln der bewaffnete Kampf dann auch unterworfen ist, welchen Regeln er unterworfen ist, dann können wir sagen, Alhamdulillah, dass wir Muslime sind und dass wir solch eine schöne Religion haben, die klare Regeln auch für solch ein Thema, was alle Menschen in der gesamten Menschheitsgeschichte betrifft und alle Völker betrifft, dass wir hier klare Regeln bekommen haben, die wir als Muslime zu berücksichtigen haben. Erst einmal Jihad, wenn wir von Jihad sprechen. Ich bin ganz, ganz sicher, das ist sozusagen die erste Sura, wo wir wirklich über das Thema Jihad sprechen. Wenn wir von Jihad sprechen, sprechen wir erst einmal im Allgemeinen von was? Von Anstrengung. Also wenn wir sagen, Jihad ist anstrengend, auch anstrengend gegenüber den Nefs, dann ist es absolut korrekt. Jihad muss nicht bedeuten, bewaffneter Kampf. Sondern Jihad ist jegliche Form von Anstrengung auf dem Wege Allahs. Und die Gelehrten sagen, es gibt verschiedene Abstufungen von Jihad. Es gibt den Jihad gegen den Shaitan. Diesen Jihad muss jeder Muslim führen. Ich muss mich gegen den Shaitan anstrengen und ich muss ihn bekämpfen. Indem ich mich vor ihm schütze, indem ich Zuflucht suche bei Allah vor ihm, indem ich nicht auf seine Einfluss zurückhöre, indem ich nicht in seine Fußstapfen trete. All das ist eine Form von Jihad gegen den Shaitan. Dann gibt es den Jihad gegen den Nefs. Den Jihad gegen den Nefs, den muss ebenfalls jeder Muslim führen. Mein Nefs, der mich auffordert, meine Neigung zu befolgen. Und deswegen Allah Ta'ala, er sagt, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَطَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Was denjenigen betrifft, der seinen Rang seines Herrn fürchtet und seinen Nefs davon abhält, seine Neigung zu befolgen. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. So ist das Paradies der Aufenthaltsort. Allah Ta'ala, was sagt er? وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Und diejenigen, die sich in uns anstrengen, auf die Wege Allahs anstrengen, ja, gegen sich selbst, gegen ihren Nefs, versuchen an sich zu arbeiten, لَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Denen werden wir unsere Wege aufzeigen. Die werden wir zu unseren Wegen führen. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِينَ. Allah ist wahrlich mit dem was? Die Gutes tun. Ganz klar und deutlich. Ja? Und dann haben wir als nächstes den Jihad gegen diejenigen, welche uns aufgrund unseres Glaubens bekämpfen. Also, Glaubensverweigerer, Kafirun, welche uns gegenüber feindlich gesinnt sind und welche versuchen, unseren Glauben mit der Waffe zu bekämpfen. Das ist ebenfalls eine Form von Jihad, die die Muslime führen müssen. Und das hat auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan.
Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat nie von sich selbst angegriffen. Sondern Allah ta'ala hat ganz klar von ihm verlangt. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجِنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Und wenn sie sich dem Frieden zuwenden, so wende du dich ebenfalls dem Frieden zu und vertraue auf Allah. Aber wenn sie dich angreifen, wenn sie die muslimische Gemeinschaft bedrohen, was muss ich denn tun? Da muss ich mich wehren. Das ist etwas, was heutzutage alle Länder der Welt tun. Jedes Land versucht seine Grenzen zu schützen. Und jedes Land heutzutage hat was? Eine Armee. Als Abschreckung. Und wenn das Land sich in Gefahr sieht, was tut es dann? Dann wehrt es sich. Und genau das haben Muslime ebenfalls wieder. Aber es gab klare Regeln. Und darauf können wir stolz sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns diese Regeln klar und deutlich aufgezeigt hat. Dass wir keine Frauen töten dürfen, keinen Zivilisten töten dürfen, niemanden töten dürfen, der sich zurückgezogen hat, um Ibadah zu machen, dass wir keine Gebetsstätten zerstören dürfen, dass wir nicht einfach ohne Grund Bäume, was ich nicht, was zerstören dürfen. All das sind klare Regeln. Alhamdulillah, die Muslime haben das befolgt, dass wir keine Leichen schänden dürfen. Ja, nach der Schlacht von Uhud. Da haben die Muschriken was gemacht? Sie haben die Leichen der Muslime geschändet. Wie? Hind bint Utba beispielsweise. Was hat sie getan? Sie hatte einen Gelübde gemacht gehabt. Was hatte sie in diesem Gelübde gesagt gehabt? Wenn Hamza ibn Abdul Muttalib getötet werden sollte, dann werde ich seine Leber aus seinem Körper schneiden und seine Leber aufessen. Was sie auch getan hat. Sie hat zwar nicht komplett aufgegessen, sie hat nur abgebissen und dann ausgespuckt und auf den Boden geworfen. Aber sie hat den Leichnam von Hamza ibn Abdul Muttalib geschändet. Ebenfalls die anderen wurden geschändet. Man hat die Nasen abgeschnitten, die Ohren abgeschnitten und daraus Ketten gemacht und sagen, ah, guck mal, wir haben jetzt sozusagen sie besiegt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte geschworen, im ersten Moment, wo er noch zornig gewesen war, bei Allah, ich werde genau dasselbe mit ihm tun. Ich werde ebenfalls 70 Leichnam von ihm schenken, sobald ich die Möglichkeit habe. Und daraufhin sagte er, Nuhitu an Nushula, mir wurde verboten zu schenken. Klare Regeln, klare Maßstäbe, an die ich mich als Muslim halten muss. Und deswegen, ich brauche mich für den Dschihad, den Scheren, den Gegner. Alhamdulillah, dass wir so etwas haben, eine klare, deutliche Regel. Und dann die vierte Form von Dschihad, oder die vierte Stufe von Dschihad ist was? Der Dschihad gegen die Heuchler. Der Dschihad gegen die Heuchler. Und wie sieht der Dschihad gegen die Heuchler aus? Ist es ein Dschihad mit der Waffe? Oder wie sieht dieser Dschihad aus? Haben wir schon oft angesprochen gehabt. Hatten wir auch in Surat al-Munafiqun, als wir über die Munafiqun gesprochen haben. Wie sieht der Dschihad gegen die Munafiqun aus? Mit dem Schwert oder wie sieht er aus? Was? Ja, mit Argumenten. Ja. Argumenten, dass ich sie aufdecke, dass ich ihre Argumente widerlege. Ja, nicht, dass ich sie irgendwie auf offener Straße umbringe, was ich, was wir jetzt heute von einigen Hinspitzigen haben. Nein! Ja, sondern ich muss sie aufdecken und ich muss ihre Dinge, ihre Argumente mit Argumenten widerlegen. Das ist meine Aufgabe. Und nicht das, was heute einige denken, ja, jeder, der irgendetwas sagt, den muss ich gleich in den Kopf kürzer machen. Was hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt? Als einige gesagt haben, töte doch Abdullah Ubay ibn Sulul, das Oberhaupt der Heuchler. Was sagt er? Wie war seine Antwort gewesen? Also sollen die Leute denken oder sagen, dass Mohammed seine eigenen Leute tötet? Sollen die Leute denken, dass Mohammed oder sagen, dass Mohammed sallallahu alaihi wa sallam seine eigenen Leute tötet? Seine Gefährten tötet? Subhanallah! Ja, das ist Dschihad! Und für diesen Dschihad muss ich mich als Muslim nicht schämen, im Gegenteil. Kann ich allen sagen, Alhamdulillah, ist unsere Religion, unsere Scharia, hat uns ganz klar gezeigt, wie wir uns zu verhalten haben. Und wie gesagt, in dieser Sura, Sura As-Saff, geht es um diese Form von Dschihad. Und zwar Dschihad auch mit dem bewaffneten Kampf. Gegen diejenigen, welche versuchen, die Muslime anzugreifen. Und dementsprechend handelt es sich, wie gesagt, um eine medinensische Sura. Was ist der Offenbarungsanlass in der Sura? Hier wird etwas überliefert. Und zwar wird überliefert von Imam Ahmad, rahimahullah, von Abdullah ibn Salam. Wer war Abdullah ibn Salam gewesen? Eine wichtige Persönlichkeit. Sehr, sehr wichtige Persönlichkeit. Wer war Abdullah ibn Salam gewesen? Sehr interessant, dass er diese Hadith überliefert. Das ist ein Name, den ihr euch merken müsst.
Wer ist Abdullah ibn Salam gewesen? Ist ein Rabbiner gewesen. Abdullah ibn Salam ist ein Rabbiner gewesen. Was ist ein Rabbiner, für diejenigen, die es nicht wissen? Ein Rabbiner ist ein jüdischer Gelehrter, also wie ein Imam. Ein Rabbiner ist ein jüdischer Gelehrter. Und er war der Oberrabbiner von Medina gewesen, subhanallah. Und das musste man machen. Und er überliefert das jetzt. Er sagt, an Abdullah ibn Salam, تذكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله. Wir haben so ein bisschen miteinander, so die Sahaba, haben so ein bisschen miteinander diskutiert. Haben sie gesagt, wer von euch geht zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam und fragt ihn nach den Taten, die Allah am meisten liebt. Also was ist die Tat, die Allah am meisten liebt, subhanallah. Darüber haben sich die Sahaba gedacht. Wollt ihr mal wissen, was ist das, was Allah am meisten liebt? Was fühlt mich Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen sehr, sehr nah? Keiner von uns stand auf. Hatten alle so ein bisschen Ehrfurcht gegenüber den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Keiner traute sich zum Propheten zu gehen und sagen, ja, wir dachten ja jetzt, ich wollte nicht mehr die Propheten nerven, weiß ich nicht was. Hat schon genügend zu tun. Und keiner hat sich getraut zu ihm zu gehen. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einen Mann zu uns schickte, der uns versammelte und daraufhin diese Sura, das war Sura As-Saff, komplett. Und worum geht es in Surat As-Saff? Um den Dschihad. Mit anderen Worten, eine der besten Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala ist was? Ist der Dschihad. Die Anstrengung auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar in all ihren Formen. In all ihren Formen. Und das ist eine Sache, die einem jeden von uns, sowohl Brüdern als auch Schwestern, noch einmal klar werden muss. Es gibt viele gute Taten. Es gibt viele gute Taten. Aber es gibt Taten, die besser sind als andere Taten. Nochmal. Es gibt viele gute Taten. Aber es gibt Taten, die besser sind als andere Taten. Und wie kann man im Allgemeinen sagen, welche Taten im Allgemeinen besser sind als die anderen Taten? Und zwar gibt es hier zwei Kategorien. Es gibt hier zwei Kategorien. Und zwar, es gibt einmal Taten. Welche oder deren Nutzen sich nur auf dich selbst beschränkt. Und es gibt Taten, deren Nutzen sich auf andere ausweiten. Taten, wo der Nutzen nur auf dich selbst beschränkt ist. Und Taten, wo der Nutzen sich auf andere ausweitet. Die Taten, wo der Nutzen sich auf andere ausweitet, sind bei Allah subhanahu wa ta'ala im Allgemeinen besser als die Taten, wo sich der Nutzen nur auf dich selbst beschränkt. Das heißt, wenn ich freiwillig in der Nacht bete, das ist eine gute Tat, gar keine Frage, für die Allah ta'ala nicht belohnt wird. Aber der Nutzen dieser Tat, hat er auch Nutzen für andere Menschen oder nur für dich selbst? Beschränkt sich der Nutzen nur auf dich selbst oder weitet er sich auch auf andere? Oder umfasst er auch andere Menschen? Das ist relativ klar. Er betrifft nur dich selbst. Kein anderer hat davon Nutzen, ob du in der Nacht betest oder nicht. Ich profitiere davon nicht. Wenn ich aber beispielsweise in der Moschee aktiv bin und als Beispiel mich bereit erkläre, freiwillig die Moschee sauber zu machen oder die Toilette in der Moschee zu reinigen, freiwillig. Einmal in der Woche sage ich, ich mache die Toilette der Moschee sauber. Diese Tat hat einen Nutzen, der nicht nur auf dich selbst beschränkt ist, sondern in erster Linie auf was? Auf die Gemeinschaft. Und dementsprechend, diese Tat kann eine höhere Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala haben, als dass du eine Tat machst nur für dich selbst. Ich gebe euch ein Beispiel aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar wird berichtet in Sahih Bukhari oder Sahih Muslim, in der authentischen Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit einigen Sahabis auf eine Reise gewesen ist. Eine Sahabis auf einer Reise gewesen. Und auf jeden Fall hatten einige gefastet gehabt und die anderen hatten nicht gefastet gehabt. Das war entweder freiwilliges Fasten oder es war Ramadan, aber auf der Reise ist ja das Fasten keine Pflicht. Auf der Reise ist ja das Fasten keine Pflicht. Und als sie dann am Abend, kurz vor Sonnenuntergang, da
das Lager aufgeschlagen haben. Haben diejenigen, die nicht gefastet haben, das gesamte Lager aufgebaut, während diejenigen, die gefastet hatten, so erschöpft waren, dass sie nicht dazu kommen. Und jetzt ist es interessant, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Wisst ihr, was er gesagt hat? Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, um uns allen eine Lektion zu erteilen? Was sagt ihr sallallahu alaihi wa sallam? Ja. Ja. ذهب المفطرون بالأجر. Diejenigen, welche nicht gefastet haben, haben den gesamten Lohn bekommen. Subhanallah. Diejenigen, die nicht gefastet haben, haben den gesamten Lohn bekommen. Warum? Weil sie sich nämlich um diejenigen gekümmert haben, welche gefastet haben. Das heißt, ihr Handeln hatte mehr Nutzen als das Handeln der Fastenden. Sie hätten auch an einem anderen Tag fasten können. Aber die Nicht-Fastenden haben sich um die Gemeinschaft gekümmert und dementsprechend den gesamten Lohn bekommen, während die Fastenden nur mit sich selbst beschäftigt gewesen waren. Und daran erkennen wir, Allahu Akbar. Auf welche Taten sollte ich als Muslim Wert legen? Besonderen Wert auf die Taten, wo der Nutzen für die Gemeinschaft besonders stark ist. Was nicht heißt, dass ich die anderen Taten einfach vernachlässige. Nein, meine Pflichten muss ich natürlich erfüllen. Ich kann nicht sagen, ich mache was für die Gemeinschaft und vernachlässige meine Gebete. Das geht natürlich nicht. Es gibt Pflichten, die ich als Muslim zu erfüllen habe. Oder ich fasse jetzt mal nochmal warm, nicht, dass ich mich sozusagen um die Gemeinschaft kümmere. Nein, das geht natürlich nicht. Es geht hier um was? Um freiwillige Taten. Und deswegen, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagt, وَلَئِنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ لَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا مَسْجِدِ شَهْرًا. الله أكبر. Und dass ich mich um die Angelegenheit meines Bruders kümmere, ist mir lieber, als einen ganzen Monat in meiner Moschee Itikaf zu machen. Opa, Prophetenmoschee. Itikaf, was für eine Ibadah, oder? Ein Monat, aber dass ich mich um die Angelegenheit meines Bruders kümmere, ist mir lieber, als dass ich mich einen Monat lang zurückziehe und nur mich um mich selbst kümmere. Diesen Fiqh, dieses Verständnis brauchen wir. Dieses Verständnis brauchen wir. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns dieser Surah auf, was die gewaltigsten Taten der Allah sind. Die Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala am allermeisten liebt. Und zwar, wo der Nutzen für die Gemeinschaft da ist. Und ich möchte aus diesem Grund, dass jeder, der hier heute sitzt, jeder Einzelne, sich fragt, was habe ich bisher für die Gemeinschaft getan? Wenn jemand sagt, eigentlich noch gar nichts, dann ist heute der Zeitpunkt, wo ich jetzt was mache, die Absicht was. Wir sind gerade am Anfang des neuen Jahres 2023, der 5. Januar heute. Wir sind noch ganz am Anfang, eine Zeit der Vorsätze, dass ich jetzt sage, okay, dieses Jahr ist ein Jahr sein, wo ich was für die Gemeinschaft mache. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Aber ich nehme mir das fest vor. Fest. Auch wenn ich nur einmal in der Woche eine Stunde opfere für die Gemeinschaft, dann ist das aber die Stunde, die ich für die Gemeinschaft vorgesehen habe. Auch wenn es nur einmal in der Woche ist. Aber dann mache ich es auch wirklich und ziehe es auch wirklich durch. Und zwar inshallah bis zum Lebensende, nicht nur bis 2013, sondern bis zu meinem Lebensende. Und inshallah wird es immer mehr. Und ich möchte, dass jeder, der hier heute sitzt, genau sich das überlegt. Und es gibt so viele Bereiche. Nicht jeder muss einen Vortrag halten. Nicht jeder muss, weiß ich nicht, die Toiletten sauber machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Ja? Ich muss einfach suchen. Ich kann euch auch nicht sagen, macht das oder jenes. Sucht selbst und ihr findet. Wer sucht, der findet. Zu 100%. Wer sucht, der findet. Weil es gibt viel zu tun. Aber wir brauchen Geschwister, welche auch zuverlässig sind. Nicht so, ach, ich mache noch was und dann komme ich nicht und das ist so nur und ich mache. Nein. Doch Geschwister, die zuverlässig sind. Und du wirst merken, wenn die da wohl werden, Geschwister, wie viel Baraka, wie viel Segen in dieser Arbeit liegt. Sie ist anstrengend, weil das Schwierigste von allem ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Es gibt keine schwierigere Arbeit als mit Menschen. Das sage ich euch jetzt schon. Ja, wer mit Menschen arbeitet, der weiß, dass er mit den unterschiedlichsten Charakteren arbeitet. Und das kann zu Konflikten führen, das kann zu Diskussionen führen. Das ist nicht mal einfach. Aber das ist die Arbeit, in der am meisten Baraka liegt. Die dich formt. Die dir wirklich Lebenserfahrung gibt. Und du merkst so, oh, ich entwickle mich als Mensch. Weil ich kann mich als Mensch nur dann entwickeln, wenn ich mit Menschen zu tun habe. Wenn ich wirklich auf dem Platz bin, nicht nur einfach Zuschauer bin, sondern auf dem Platz bin, dann merke ich nämlich, oh, die Arbeit ist doch nicht so einfach. Kennt ihr das, wenn man ein Fußballspiel, warum hat der nicht hier geschossen? Ja,
es war einfach, als nicht als Zuschauer, es war einfach zu meckern, zu kritisieren. Aber selbst auf dem Fußballfeld zu spielen, das ist das Schwierige. Ja? Deswegen schaut jeder von uns mit sich heute vor, irgendwas zu tun, auch wenn es nur eine Stunde in der Woche ist. Ich mache aber etwas für die Gemeinschaft. Egal was es ist. Ich suche etwas. Ich kann euch nicht sagen, was. Sucht selbst und ihr findet zu 100%. Schau mal an. Gehen wir weiter im Wesen der Herzenswünsche. Und zwar, wie ist eigentlich dieses Hohe aufgebaut? Wie ist Hohe Osof aufgebaut? Wir sind immer noch bei der Einleitung des Sohn. Wie ist Hohe Osof aufgebaut? Und zwar, Hohe Osof besteht zunächst erst einmal aus einer Einleitung. Eine Einleitung, in der Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal aufzeigt, dass alles, was in den Himmel ist und alles, was auf der Erde ist, ihm Lobpreis. Und Surat As-Saff gehört zu dem sogenannten Al-Musabbihat, das heißt jeden Surat, welche mit dem Tasbih beginnen, wie wir aufgezeigt hatten, auch schon bei Surat Al-Jumu'ah und bei Surat Al-Taghabun. Und dann geht es direkt los mit einem Tadel, und zwar in drei Versen, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen dafür teilt, dass sie immer viel sagen, ohne etwas zu tun. Und nachdem Allah ta'ala das in drei Versen und uns aufgezeigt hat, was er wirklich liebt, nämlich dass die Muslime in Reih und Glied kämpfen, gibt uns Allah subhanahu wa ta'ala Beispiele. Denn der Muslim braucht Beispiele. Und zwar ein Beispiel von den Kindern Israels mit Musa alaihi salam und ein Beispiel von den Kindern Israels mit Isa alaihi salam. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Beispiele gegeben hat, zeigt er uns auf in diesem noch Abschnitt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Licht vollenden wird, auch wenn alle versuchen werden, dieses Licht Allahs auszustoßen mit ihren Mündern. Und direkt darauf beginnt der letzte Abschnitt des Surah, wo es eine klare Aufforderung gibt an die Gläubigen. Mit einer Art auch, wie soll ich sagen, Tarib. Das heißt, Allah versucht uns das schmackhaft zu machen. Nämlich was schmackhaft zu machen, dass Abmühen und die Anstrengung auf dem Wege aus, der Jihad auf dem Wege aus. Und ganz am Ende des Surah, nachdem Allah uns das schmackhaft gemacht hat, gibt uns Allah nochmal ein Beispiel. Und zwar das Beispiel der Jünger von Isa a.s. Welche Jünger gewesen sind für Isa a.s. und Allah subhanahu wa ta'ala, er will, dass wir Gläubige ebenfalls Jünger sind. Für wen? Für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Ansarullah. Die Helfer Allahs subhanahu wa ta'ala, genauso wie die Jünger von Isa alaihi salam. Das ist der Aufbau des Surah. Und wir wollen jetzt inshallah ta'ala beginnen mit dem ersten Abschnitt. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes: Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim. Diese Surah beginnt wieder mit was? Mit dem Tasbih, wie die anderen Surah ebenfalls. Allah preist alles, was in den Himmel und was auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Was hat dieser Tasbih, diese Einleitung mit dem Thema des Ruhens zu tun? Und zwar unabhängig davon, ob wir uns auf dem Weg Allahs anstellen oder nicht. Unabhängig davon, ob es Menschen gibt, welche die Botschaft Allahs verleugnen und welche versuchen, sie zu bekämpfen. Am Ende, das gesamte Universum ist umpresst Allah. Allah ist nicht auf den Menschen angewiesen. Das heißt in anderen Worten, derjenige, der sich gegen die Botschaft Allahs wendet, der schadet sich nur selbst. Und derjenige, der nicht bereit ist, sich für die Botschaft Allahs einzusetzen, der schadet sich auch nur selbst. Allah ist nicht auf dich angewiesen, sondern Allah, er wird sein Licht vollenden, ob mit dir oder ohne dich. Ganz wichtig. Allah, er wird sein Licht vollenden. Ganz gleich, ob du bereit bist, etwas dafür zu tun, ob du bereit bist, ein Werkzeug oder ein Instrument Allahs zu sein, oder ob du nicht dazu bereit bist. Was sagt Allah Ta'ala? وَإِن تَتَوَلَّ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَ غَيْرَهُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ. Und wenn ihr euch abfindet, so wird ihr euch austauschen mit einem anderen Volk, was nicht so sein wird wie ihr. Ganz einfach. Allah braucht mich nicht. Und dementsprechend, wenn du etwas tust für die Religion Allahs, dann ist es eine Auszeichnung für dich. Nicht du zeichnest Allah aus. Nicht du tust Allah einen Gefallen, sondern du tust dir damit selbst einen Gefallen. Ganz wichtig. Du tust dir damit selbst einen Gefallen. Du erhöhst dich damit selbst. Du bist der Einzige, der davon profitiert. Niemand anderes profitiert davon außer du selbst. Wenn du was Gutes tust,
dann musst du dankbar sein, dass du etwas Gutes tun konntest. Und wenn du dankbar bist, wird dir Allah Ta'ala noch mehr verhelfen zu noch mehr Gut. Und diese Einstellung brauche ich als Muslim. Und Allah Ta'ala, er beginnt diese Sure genau damit. Und er ist Al-Aziz, der Allmächtige, der Erhabene, der auf nichts angewiesen ist, aber von dem alles abhängig ist. Der Allweise, der ganz genau weiß, warum er die Menschen so erschaffen hat, wie er sie erschaffen hat. Dass einige Menschen sich gegen Allah stellen und wiederum andere Menschen sich für die Sache Allahs einsetzen. Er ist der Al-Hakim. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala diese Einleitung gemacht hat, kommt es zum eigentlichen Thema Isra. Und zwar mit einem Tadel. Mit einem Tadel an den Gläubigen, welche immer nur reden, aber nicht handeln. Ja, ayyuha alladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Und ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Warum ist diese Ehe jetzt herabgesandt worden? Wir hatten ja den allgemeinen Offenbarungsanlass, die das Ruhe erlebt haben. Dass die Sahabe nach was gefragt haben, nach der Tat, die Allah am meisten liebt. Es gibt einige Überlieferungen, was ihnen hervorgeht, dass einige Sahabe unbedingt wissen wollen, ja, was können wir tun und was ist die beste Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber als sie dann dazu aufgefordert wurden, zu kämpfen, haben sie es unterlassen. Wir hatten ja gesagt, dass dieses Wort wahrscheinlich verbunden ist mit der Schlacht von Uhud. Was ist denn bei der Schlacht von Uhud geschehen? Was ist denn dort geschehen? Da ist ja etwas geschehen. Also eine Gruppe von Heuchlern hat, am Anfang wollten sie mitkämpfen und danach hat Abdullah ibn Ubay gesagt, naja, lass uns wieder zurückgehen. Genau, also erstmal, eine Gruppe ist von vornherein zurückgegangen, auf dem Weg nach Uhud. Wir wissen jetzt nicht, ob das auch Leute waren, die danach gefragt hatten. Aber das waren halt, wie gesagt, Leute gewesen, die auf Abdullah ibn Ubay mit den Salun gehört haben und dann mit ihm zurückgekehrt sind, um die 300 gewesen. Aber nicht nur dort ist das geschehen, sondern es gab noch eine andere Situation bei der Schlacht von Uhud. Es kam das Gerücht darum, dass der Prophet gerettet wurde. Und dann? Und dann sind noch mehr Leute. Genau. Als ich das Gerücht verbreitet hatte, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde getötet, sind einige vom Schlachtfeld geflohen. Und einige der Sahaba, als sie das gesehen haben, wie Anas ibn Malik und andere, haben gesagt, wohin geht ihr, was ist los mit euch? Wir sagten, Gott hier, Rasulullah, hat der Rasulullah, der gesamte Allah ist gestorben, was sollen wir hier noch machen? Woraufhin er dann sagte, عُدُوا فَمَاتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَى فَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Kehrt zurück, kehrt um und stirbt so, wie der Prophet صلى الله عليه وسلم gestorben ist. Und genau das ist es, worauf sich es bezieht. Menschen, die immer sagen, oh, wir wollen was tun, wir wollen was machen, wir wollen etwas erreichen, wir wollen uns einsetzen, aber wenn es dann darauf ankommt, dann ist es plötzlich. Und Allah, er hasst solch eine Eigenschaft. Er hasst solch eine Eigenschaft. Und deswegen sagt Allah Ta'ala direkt danach, كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Welch schwerwiegende Abscheu erregt es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Al-Naqt ist al-Bughd al-Shadid. Also ein, nicht nur einfach ein Verabscheu, sondern ein extremes Verabscheu. Allah verabschiedet das in extremer Weise, dass Menschen etwas sagen, was sie nicht tun. Und das haben wir heutzutage sehr, sehr häufig. Es gibt viele Muslime, Subhanallah, heutzutage, die reden immer viel. Ja, das läuft falsch in den Moscheen. Aber wenn ich verantwortlich wäre, dann würde das nicht so laufen. Auch wenn du dann von ihr eine kleine Sache verlangst. Einfach nur im Ramadan beispielsweise nach dem Essen Iftar mit ihrem Teller wegzuräumen, dann ist das schon zu viel für sie. Subhanallah, du redest hier von Veränderung der Umme und so kann das nicht weitergehen. Und dann wird von dir nur eine kleine Sache verlangt. Und das ist schon zu viel für dich. Warum sagst du etwas, was du nicht tust? Warum stellst du immer diese Behauptung aus?
Warum kannst du immer kritisieren, aber bist nicht bereit, selbst etwas zu verändern? Allah Ta'ala, er liebt diejenigen, die handeln und nicht diejenigen, die reden. Allah, er liebt diejenigen, die handeln und nicht diejenigen, die reden. Wer handelt, macht Fehler. Wer redet, kann keine Fehler machen, oder? Das merkt man auch in der Politik. Diejenigen, die in der Regierung sind, die werden immer kritisiert. In der Opposition kann man immer kritisieren. Man kann keine Fehler machen, man kriegt keine Verantwortung. Aber sobald du Verantwortung trägst, egal wo, machst du Fehler, wenn du ein Mensch bist. Es geht gar nicht anders. Aber es ist immer noch besser als jemand, der nur die ganze Zeit zuschaut und redet und große Reden schwingt, aber nicht bereit ist, eine Kleinigkeit zu tun für die Sache des Islam. Sei jemand, der handelt. Diese Ayah, sie ist nicht nur in Bezug auf den Dschihad, sondern die Gelehrten sagen, immer dann, wenn ich als Muslim ein Versprechen gebe, dann muss ich mich an dieses Versprechen halten. Wenn ich das nicht tue, ist es eine Eigenschaft der Heuchler. Was sind die drei Eigenschaften der Heuchler, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam genannt hat? Es gibt drei Eigenschaften der Heuchler. Ayat und Munafiq al-Thalath. Drei Eigenschaften. Welche sind das? Sehr wohl. Wenn er spricht, dann lügt er. Wenn er etwas spricht, hält er sich nicht daran. Und? Ja, das ist diese vierte Eigenschaft, diese anderen Hadith. Und? Ja? Wenn er über etwas anvertraut, dann verantwortet er es. Subhanallah. Ganz sicher. Wa idha wa'ada akhlaf. Mit Versprechen, dann hält er sich an dieses Versprechen nicht. Also, ja, das geht nicht. Das geht nicht. Denn ich als Muslim muss jemand sein. Denn wenn er etwas verspricht, auch in der ehrenamtlichen Arbeit, ich bin ehrenamtlich tätig. Ich verpflichte mich für eine Sache, beispielsweise. Ich verpflichte mich dafür, beispielsweise jeden Donnerstag hierher zu kommen und den Tisch aufzubauen. Nur das. Dann mache ich das nicht. Ich komme einfach nicht, ohne abzusagen. Das ist eine Form von was? Ich lache, wa'd. Ich habe etwas versprochen, ich behaupte etwas, aber ich setze es nicht um. Und deswegen müssen wir als Muslime, meine lieben Geschwister, ganz genau darauf achten, dass wenn wir ein Versprechen geben, dass wir uns an dieses Versprechen auch halten. Schau mal, was Allah subhanahu wa ta'ala noch an anderen Ayat sagt. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً Siehst du nicht jene, die zu denen gesagt wurde, haltet eure Hände zurück und verrichtet das Gebet und entrichtet die Akaba, die dürfen nicht kämpfen. Die sagen, wir wollen unbedingt kämpfen. Nein, ihr dürft nicht kämpfen, ihr müsst euch zurückhalten. Als ihnen dann aber vorgeschrieben wurde zu kämpfen, fürchtete auf einmal eine Gruppe von ihnen die Menschen, wie sie Furcht vor Allah haben oder mit noch größerer Furcht. Mit anderen Worten, da wo sie nicht kämpfen sollten, da wollten sie unbedingt kämpfen. Als sie aber kämpfen mussten, haben sie plötzlich Angst bekommen und sich daran gehalten. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب und sagten unser Herr warum hast du uns vorgeschrieben zu kämpfen oh würdest du uns doch auf eine kurze Frist zurückstellen قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا sagt der Genuss des Diesseits ist gering und das Jenseits ist besser für jemanden der gottesfürchtig ist und euch wird nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt. Eine andere in Sura Muhammad. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Und diejenigen, die glauben, sagen, wäre doch eine Sura offenbar von einer Sura, wo wir kämpfen dürfen. Wenn aber eine eindeutige Sura herabgesandt wird und darin der Kampf erwähnt wird, siehst du diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, anschauen, wie einer schaut, der im Sterben unmächtig wird. Näherliegende wären für sie, also jetzt habe ich nicht zum Ende, auf jeden Fall, sie halten sich plötzlich zurück. Sie reden die ganze Zeit, wir wollen, und wenn es dann darauf ankommt, dann siehst du sie plötzlich nicht. Eine schlimme Eigenschaft, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dieser Eigenschaft bewahren, und jetzt, nachdem Allah ta'ala aufgezeigt hat, was für eine schwerwiegende Abscheu, die es bei Allah erregt, zu sagen, was man nicht tut, sagt Allah Ta'ala, was er liebt. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ
Gewiss, Allah liebt diejenigen, die auf seinem Weg kämpfen in Reihe, als wären sie ein zusammengefügter Baum. Ja, Salam. Das ist das, was Allah liebt. Allah liebt diejenigen, welche ihren Worten Taten folgen lassen. Allah liebt diejenigen, welche zusammenhalten, gerade wenn es darum geht, die Umme zu verteidigen. Und schaut mal, wie Allah Ta'ala die Gläubigen hier beschreibt. Er beschreibt sie als eine Reihe. Und diese Reihe ist nicht einfach nur eine Reihe, sondern sie ist wie ein zusammengefügter Baum. Und so sollte die Umma sein. Aus dieser Reihe können wir sehr, sehr viele Lehren ziehen für unsere heutige Situation. Auch hier in Deutschland. Wir Muslime, wir haben sicherlich untereinander viele Streitigkeiten. Der eine ist Salafi, der andere ist Ash'ari, der dritte ist Sufi, was ich nicht weiß. Das ist auch ganz normal, dass es Diskussionen gibt unter den Muslimen über bestimmte Inhalte. Aber wenn es darum geht, den Islam als Islam nach außen hin zu repräsentieren, wenn es darum geht, die allgemeinen Interessen der Muslime zu vertreten, wie sollten dann die Muslime sein? Genauso. Ka'annahum bunyanun mahfuz, als wären sie ein zusammengefügter Bau. Von Rusas zu Rusas. Was bedeutet Rusas? Blei. Wenn ich etwas mit Blei übergieße, wird es zu einer was? Einheit. Es sollte auf Stärke hin. Es sollte auf Kraft hin. Es ist nicht mehr sozusagen zu durchbrechen, keine Lücke mehr. Und so sind die Muslime. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat die Muslime immer so beschrieben. مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم كمثل جسد واحد. Die Muslime sind das Gleiche der Muslime in ihrer sozusagen Liebe zueinander, ihrer Zuneigung zueinander, ihrer Rahma, Barmherzigkeit miteinander gegenüber dem anderen, ist wie das eines Körpers. إذا اشتكى منه عضو, wenn ein einziger Körperteil Schmerzen hat und sich beschwert, تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر, so wird das sich auf den restlichen Körper auswirken durch was? Durch Humma, was ist Humma? Fieber. Und Sahab, Schlaflosigkeit. Guck mal, wenn dein kleiner Finger wehtut und der pokt zu lang, so in der Nacht, dann kennt ihr, wenn du lange entzündet ist, eine ganz kleine Stelle am Körper oder an den Zehen, dann kannst du teilweise die ganze Nacht nicht schlafen, oder? Du kriegst plötzlich Fieber, bist krank, dein ganzer Körper schmerzt, du musst Paracetamol nehmen. Dein kleiner Finger, subhanallah. Das wirkt sich auf den gesamten Körper aus. Und genauso auch sind die Muslime. Sie halten zusammen. Und unser Problem heutzutage ist, dass wir, auch wenn es um unsere gemeinsamen Interessen geht, teilweise nicht zusammenhalten, sondern der eine gegen den anderen schießen. Es gibt gemeinsame Interessen, wo es völlig egal ist, welche Position ich habe. Wo es völlig egal ist, ob wir Meinungsverschiedenheiten haben in bestimmten Fragen, in bestimmten Aqidah-Fragen. Das ist dann einfach so. Wenn es um unsere gemeinsamen Interessen geht, dann müssen wir was? Dann müssen wir zusammenhalten. Wenn nicht, was wird dann geschehen? Dann wird nämlich genau das geschehen, was immer geschieht, ja? Wenn man gerade auch in der Minderheit ist. Fakt, das wird. Teile herrschen. Teile die Muslime, dann müssen sie auch beherrschen. So einfach ist das. Und genau das machen die Feinde aus mit uns. Auch sogar hier in Deutschland. Und versucht die Muslime zu spalten, ja? Damit man am Ende auch die Muslime schwächt. Und deswegen müssen wir aufpassen als Muslime. Und sollten diese Ehre beherzigen, der Allah Ta'ala uns aufzeigt, wie wir als Muslime zusammenhalten sollten, trotz unserer Differenzen, trotz unserer Meinungsunterschiede, müssen wir am Ende zusammenhalten, wie ein zusammengefügtes Bauwerk. Das ist jetzt die Einladung gewesen. Ich wollte heute eigentlich auf die nächste Ehre eingehen, aber ich lasse das jetzt inshallah Ta'ala für nächste Woche, wie ihr seht, dann als Sujet. Das ist erstmal eine allgemeine Einleitung zu Sure gewesen. Die ersten drei oder vier Ayat, welche wir heute besprochen haben. Und nächste Woche, inshallah ta'ala, werden wir die letzten Ayat hoffentlich vollständig besprechen können. Wir werden auch auf ein ganz, ganz wichtiges Thema eingehen. Und zwar das Thema, wo Isa alaihi salam den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ganz konkret Ahmed prophezeit. Wir werden auch auf einige Stellen in der heutigen Bibel eingehen, aus denen hervorgeht, dass wirklich Isa alaihi salam Ahmed und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam prophezeit hat, und zwar teilweise namentlich in der heutigen Bibel, ja, die nicht mehr wirklich der Injil ist, den Isa alaihi salam bekommen hat, aber trotzdem immer noch vorhanden ist. Das werden wir nächste Woche auch inshallah besprechen.
werden versuchen, dann nächste Woche auch den restlichen Teil des Sura abzuschließen mit der Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt mir auch her, subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, innal ladhina amanu wa 'amilus salihati, rabbana sawwi fi 'abdihi, tawassal.